Hi zusammen, schön, dass Sie wieder da sind. Heute zeige ich euch, wie Sie mit Blender den Hintergrund einfach ändern können. Also zum Beispiel ein Bild als Hintergrund können wir zum Beispiel anfügen. Wir wollen jetzt ein neues Projekt anfangen und deswegen starten wir einfach so. Also, und jetzt haben wir die Möglichkeit, erstmal unsere Ansicht so zu drehen, also im Auto, und dann können wir einfach unsere Kamera nach vorne. Und mit N haben wir die Möglichkeit, jetzt auf unsere Bilder zuzugreifen. Also Hintergrundbilder drücken wir hier hin und jetzt können wir ein Bild hinzufügen. Und wir haben die Möglichkeit, entweder ein Bild oder einen Film einfach zu öffnen. Und momentan öffnen wir. Wir gehen auf unsere Bildschirm, wo ich das Bild gespeichert habe. Und dieses Bild zum Beispiel habe ich gespeichert. Wir öffnen jetzt das Bild und sofort sehen Sie, das Bild ist schon da. Und wir haben die Möglichkeit, einfach das Bild nochmal genau zu bearbeiten. Zum Beispiel, wir können die Deckkraft nochmal ein bisschen erhöhen, damit wir besser sehen können. Und wir haben auch die Möglichkeit, hier das Bild nochmal zu positionieren, wie wir einfach haben wollten. Und das Bild haben wir auch die Möglichkeit, hier richtig nochmal zu skalieren, wie wir haben wollten. Sie sehen schon, wir können schon ein Bild im Hintergrund haben und auch skalieren. Wir können auch drehen, wie wir wollen. Wir können zum Beispiel in horizontale Richtung zum Beispiel drehen oder in vertikale Richtung drehen. Also Sie sehen schon, was wir damit machen könnten. Und wir haben auch die Möglichkeit, die Deckkraft einfach zu ändern, wie Sie gesehen haben. Und von daher haben Sie heute viel gelernt. Ich freue mich einfach, das Video mit euch geteilt zu haben und freue mich auf das nächste Video wieder mit euch zu teilen.